So, herzlich willkommen zurück. Ich habe es zwar nicht geschafft, komplett die Teile zusammen zu farmen, aber das machen wir gleich. Aber das Wichtige ist, ich habe meine Toastbrote da oben zusammenbekommen und ich habe es jetzt endlich geschafft, Dauerläufe zu aktivieren. Meine Ausdauer sinkt nicht mehr unter 13. So, ab sofort ist das freigeschaltet. Ist das nicht geil? Wofür die anderen Sachen jetzt sind, ist mir jetzt eigentlich auch gerade relativ wumpe. Wichtig ist, ich muss nur noch das halten auf 13 manuell. Das kriegt man locker hin. Das ist dann halt nur noch ein Gerät, was trainiert werden muss. Aber das ist nicht allzu umständlich. Das kriege ich auf 13 gehalten. Dann habe ich 3x13. Danach kann sich uns nichts mehr in den Weg stellen. Ich wüsste einfach nicht, was dem widersprechen sollte. Und der Vorteil ist, hier habe ich ein volles Gerät. Hier habe ich ein volles Gerät. Und hier habe ich ein Gerät, was jedes Mal dafür sorgt, dass mein Geschick dadurch gesteigert wird. Das kriege ich also ohne Probleme hin. Ja, seht ihr, jedes Mal kommt da auf jeden Fall ein Geschick raus mit diesen drei Geräten. Daher sollte das Halten von 13 in dem Fall kein Problem sein. Ich sehe dem jetzt sehr zuversichtlich entgegen. Ja, ich habe Hunger. Ich sollte. Adrian lässt sich übrigens gerade nicht überzeugen, warum auch immer. Ich habe ihr schon Geld angeboten und alles Mögliche, aber wenn sie nicht möchte, möchte sie nicht. Was soll ich tun? Ich kann das Mädchen nicht zwingen. So. Das dürfte jetzt zumindest dafür gesorgt haben. Jetzt schau ich mal, Henry. Ich weiß aber nicht, ich habe meine Punkte hier damals reingeschickt. Tägliches Einkommen. Ich habe 40. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ach, hier. Dann Respekt muss X betragen, um den nächsten Kampf zu organisieren. Das heißt, immer wenn ich Geld bekomme, kriege ich hier automatisch mehr tägliches Einkommen, anstatt es mir zu erarbeiten. Okay. $50 ist jetzt nicht viel. Das heißt, ich habe 40. Ich könnte mir technisch hier erhöhte Karten beim Einkommen. Ja, vielleicht sollte ich auch mal gerade manuell fürs Einkommen sorgen. Aber ich habe gerade so gute Starts. Wobei, die gehen gerade noch ein bisschen besser. Wenn ich die 13 da gerade noch hinkriege, wäre das gerade sehr vorteilhaft, weil dann kann ich direkt kämpfen gehen. Guck, reicht schon. So, weil dann rupfen wir uns nämlich das nächste Teil aus. So. Ich habe 13, 13, 13. Eigentlich müsste ich die Roboter komplett wegprügeln. Ne? Also gegen die Stats müssen die, weiß nicht, wie die das machen wollen. 13, 13, 13 ist halt einfach pornös. Ach, ich kann meine Kräfte auch mal auswählen, ne? Ist ja auch ganz geil, habe ich schon länger nicht mehr geschaut. So, das läuft zumindest. Fortfahren. So, genau, hier kann ich ja wählen, ne? So, ich habe einen Kick. 18, 65, 15. 65 Genauigkeit ist ein bisschen kacke, weil Genauigkeit ist eigentlich genau das, was ich gerne hätte. Ich weiß, der Blitzschlag ist nicht sehr genau, aber er raubt halt seinen Gegner Energie. 24, 18, 10. Oh, Trommelschlag ist natürlich nice. Was habe ich denn hier? Stärkebedingten Schaden ist natürlich ziemlich gut. 30, 80. So, dafür nehme ich den Trommelschlag rein. Weil der hat echt noch den Vorteil. Hohe Chance auf einen weiteren Schlag, wenn ausgewichen wird. Ne? Und das macht echt was aus. Weil ich einfach mit meiner Kraft eigentlich da sehr viel Schaden ausübe. Minus 40, da habe ich kassiert. Ja komm, aber den einen will ich noch. Ne? Wenn ein Schlag halt ausgewichen wird, habe ich den Vorteil, dass ich nochmal direkt einen Schlag nachsetzen kann. Komm, gib ihm doch noch einen Hit. Oh. Nein, genau das, was ich befürchtet habe. Es fängt gut an für die Aufnahme, ne? Ich habe vorhin das eine Teil. Hier, seht ihr, das habe ich schon zusammen. Ja, keine Rüstungsteile für mich. Ist ja okay. Schade drum. Dann gehe ich gerade eine Runde arbeiten. Normales Arbeiten für einen Gangsterboss. Ja, aber ich brauche Asche, um mir irgendwie Underground kämpft. Nicht genug, genau. Ich habe nicht genug Totenköpfe. Das ist mein Problem. Das heißt, ich mache mich jetzt einfach mal gerade mit Arbeit gesund. Den muss ich jetzt gleich nochmal drücken.
So, das reicht. Dann hole ich mir... Nee, die Toastbrot-Dinger brauche ich eigentlich nicht. Auch nicht. Ich gehe mit dem Bus nach Hause. Obwohl ich eigentlich mittlerweile gehen könnte. Henry, wie sieht's denn aus? Was kriege ich denn hier? Kriegs Einkommen. Erhöhte Einkommen. Oh, das brauche ich auf jeden Fall. So, jetzt kriege ich 20% mehr. Ich weiß gar nicht. Hier kostet mich das wahrscheinlich... Ich mache einen Deal. Das kostet mich immer separat. Adrian hat mich auch nicht mehr so richtig lieb. Dann gehe ich einfach mal ein bisschen trainieren. Wie schon gesagt, wir brauchen ja Gott sei Dank nur diesen Wert auf 13 halten. Das geht ganz gut. Auch ohne Adrian. Na, der sinkt jetzt nochmal kurz hier unter 12. Bis dahin ungefähr. Aber wir haben 3 Gerätschaften. Sollte also drin sein. Es kann nur mal gleich sein, dass er meckert, dass er müde ist. Na, dann gehen wir gerade hoch. Holen uns ein bisschen Energie. Ja, das machen wir mit Schlafen. Ich muss das jetzt ein bisschen abwägen. Das ist ein bisschen doof. Weil diese Kräutertränke sind echt teuer. Und so viel Asche kriege ich dann leider auch nicht. Und mit Schlafen füllt sich die Lebensenergie schon gut auf. Ne? Will ich jetzt nicht schmälern. Brauche mir immerhin kein Essen mehr kaufen. Das läuft so. So. Und dann drücken wir nochmal eine Runde. Wie gesagt, Vorteil, ich brauche nur diesen einen Wert auf 13 halten. Ist aber so krass, ne? 13, 13, 13 überall und ich verliere gegen diese Roboter. Das ärgert mich übrigens tierisch. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, komm, wechsel gerade noch. Brauche volle Werte. Genau, 13, Tag beginnen, endet. Ich sink wieder leicht runter, aber ich drücke es ja direkt wieder hoch. Ach, nicht so geil. Übrigens, Adrian, wie er mitbekommen hat, wohnt jetzt bei mir hier in dieser Gangsterhöhle. Als ich Adrian nochmal besucht habe zum Verlieben für bestes Trainieren, damit ich die Roboter machen kann, habe ich Adrian gesagt, Adrian, zieh doch zu mir. Und sie so, ja, okay. Und ich so, yay, willkommen in meiner Gangsterhöhle. Naja. Ne. Soll schon mal vorkommen. So. Und nochmal hier einen Ball. Will den Wert ein bisschen höher haben. Mein Leben ist auch, oh, 77%. Da steigern wir uns gerade auch wieder. Na komm, krieg ich hier wieder volle? Na ja, fast. Weil der nächste Tag wird kommen und ich möchte ganz gerne auf 13 bleiben. Genau, so. Jetzt können wir noch mal kurz pennen. Ich glaube, das dürfte sogar mit dem Essen gerade so hinhauen. Na, fast. Ja. Schauen wir mal, ob wir da genug zusammenkriegen. So, wie sieht es denn hier aus, Harry? Habe ich jetzt mittlerweile genug zusammen? Brauche 75. $250, okay. Oder damit ich mehr Totenköpfe zusammenkriege. Das kriege ich hin. Brauche ja eigentlich nicht viel tun. Ruhe ich mich noch ein bisschen aus. So. Dann esse ich noch was. Da dürfte eine Pizza eigentlich reichen. Schauen wir mal. Passt. Nehmen wir noch eine Limonade hinterher. Okay. Und dann krallen wir uns nochmal die Roboter. Ich will eigentlich ganz gerne wieder 4 haben, dass ich eine 50% Chance habe. Ist eigentlich auch unmöglich, dass sie bei den Stats... dass ich bis zu 4. nicht komme. Also, ich habe vorhin ja noch mit schlechteren Stats gemacht. Das ist echt anscheinend so ein bisschen Zufall. Vielleicht macht es auch der Trommelschlag aus, dass ich schlechter dastehe. Muss ich jetzt gerade rausfinden. Eigentlich sollte der von Vorteil sein. Ne? Der hat eine höhere Genauigkeit einfach. Wenn der da mal echt verfehlt, lege ich nochmal nach mit einer höheren Genauigkeit. Der andere hatte ja eine schlechtere Genauigkeit. So, hier hätte ich eben 40 Leben verloren bei dem Kampf gegen den Typen. Oh, das war nett. Das dürften maximal 20 sein.
Ne, 10 nur. Noch besser. Okay. Dann kann ich den nur noch fortfahren. So, der wird nochmal happig. Na? Zweite Runde wird es auf jeden Fall gegen den. Aber das sieht schon mal besser aus. Das sind zwei Treffer. Hab ich hinbekommen. Sehr schön. Gut. Da nehme ich jetzt den Preis. Schauen wir mal. Haben wir ein Rüstungsteil bekommen? Ein Helm. Den brauchen wir auch. Sehr schön. Und die Rüstung, Betriebsteil, brauchen wir ja Aluminiumkasten, Isolierband und eine Energiequelle. Ich habe den Kasten aus Analyse, aber die Energiequelle könnte ein Problem darstellen. Don hat bestimmt eine. Ja, klingt einfach. Don eine Energiequelle und er ist ja auch gar nicht bedrohlich oder so. Und jetzt? Gehe ich zum Don? Ach nee, der Don ist ja nicht mehr. Dann gehe ich mal gerade eine Runde arbeiten. Brauche noch $50 irgendwie fürs nächste Upgrade, damit ich mir Ehre zusammenkriege. So, habe ich. Und jetzt in mein Versteck. Ich nehme nochmal den Bus hier hin. Ich möchte wissen, wofür. Wo kriege ich die Energiequelle her? Okay, wie sieht's hier aus? Harry? Hier kann ich nochmal mehr Totenköpfe bekommen. Ich habe 55. Jetzt kriege ich 40% mehr davon. Und dann muss ich das Geld wieder handhaben, ne? Okay, dann gehen wir runter und trainieren noch ein bisschen. Das ist also anscheinend echt nur Zeitfaktor. Weil ich werde jetzt die 13 gleich verlieren. Die möchte ich zumindest gerade ganz schnell noch entgegenwirken, seht ihr? Also wir nutzen den Tag jetzt gerade noch mal ein bisschen nachzutrainieren, um unser Geld wieder anzuhäufen. So, das heißt maximal bis zur Hälfte. Genau, weg. Und jetzt hier. Muss so ungefähr bis hier hinkommen. Das heißt, ich nehme jetzt maximal nur ganze bis halbe Bällchen. Und danach bin ich da raus. Damit sollte der nächste Tag fast gesichert sein. So. Esse ich jetzt was, wa? Kurz essen. So, und ins Bett. Bisschen ausruhen. Ich weiß nicht, woher ich die Energiequelle bekomme. Ich befürchte, ich werde mich da nochmal prügeln müssen. Na, Energie fit? Jo, sehr schön. Dann probierst du mich gleich nochmal, mich durch die Roboter da zu prügeln. Esse ich ein Steak, das müsste vollständig ausreichen. Schau ich mir Henry gerade nochmal an. Wie sieht es mit meinen Totenköpfen aus? 50, die werden jetzt besser. Das heißt, die nächsten 75, die ich zusammenkriege. Und, ja, hier möchte ich eigentlich die 300 mit 1000 haben, ne? Aber ich muss jetzt als nächstes dann das hier drücken. Ach, Mann. Da kommt ja noch richtig was auf uns zu. Von wegen in ein, zwei Folgen zu Ende. Okay, dann kloppen wir uns nochmal eine Runde. Ah, ich bin hier den Don vermögen. Ich bin hier wegen einer Energiequelle hier. Ich habe von dir gehört, dunkle Faust. Versuch doch, mich zu bestehlen. Alles klar, auf geht's. Oh. Okay, das wird lustig. Dann mache ich sogar halbe Geschwindigkeit. Der Don mit einem Roboter. Okay, der teilt gut aus, der Roboter. Aber der hat auch wenig Energie, muss man dazu sagen, ne? Das ist ein knapper Kampf. Der Vorteil ist, wenn ich hitte, tut's halt richtig weh. Aua. Bitte lass mich zuerst zweimal treffen. Sehr schön. Wir haben den Don umgehauen. So wie sie's gehört. Ja! Hier ist die Energiequelle. Großartig. Jetzt ist deine Rüstung fertig. Es liegt an dir, dunkle Faust. Die Power Armor. Sauber. Geil, oder? Story. Warte mal, schauen wir mal. Wo sind wir? Wir sind hier. Welche Fluffy? Du hast Fluffy wohl nicht gerettet. Okay. Schwingende Liebe. Jo, habe ich.
Mit Don. Keine Ahnung, was das hier für ein Ding war. Und jetzt? Du siehst zäh aus. Ja, das kriegen wir hin. So, ich wollte immer schon mal in die Unterwasserbasis. Schauen wir mal an, wie es da aussieht. Ja, guckt euch diese Energierüstung an. Jetzt bin ich mal gespannt, was diese ausmacht. Jetzt los. Nächsten Kampf. Meine Stats sind halt noch 13-13, nur mein Leben ist ein bisschen weiter unten. Aber aktuell... was ist das? Fluffy! Lol. Ich hasse diesen Namen. Echt jetzt? Ja, ja. Und du hast es endlich erfahren. Ich bin das verrückte Genie. Und um ehrlich zu sein, ist es echt beschämend, wie jemand von dir besiegt zu werden. Aber du bist tot! Wir haben eben noch von geredet, ne? Du bist nur eine Katze. Herzlichen Glückwunsch, du hast recht. Ich bin eine Katze, aber dank dieser verdammten Medaille ist mein Leben wahr geworden. Ich bin nur Kätzchen, weil bei Mac gewohnt habe ich immer mit der Medaille gespielt. Und wie man sieht, hat sie mich verändert. Ich habe mich getroffen, als du ein Teenager warst und Mike die verdammte Medaille verloren hatte. Ich wusste, dass du sie eines Tages wiederfinden würdest. Aber ohne meinen Schatz konnte ich nicht leben. Also ließ ich mich... Alter, das geht viel zu schnell, ne? Abstimmung an mir. Ich darf nicht jeden Tag Snacks und Fleisch holte, aber du hast dich nie an mich gedacht. Ist dir klar, dass du mich nie gefüttert hast? Nicht einmal in den ganzen 10 Jahren? Also musste ich essen stehen und nach Rechnen meine bösen Firmen bereite ich eine Rache vor. Rache und wurde zu meinem Ultimat ziehen. Sie trieb mich immer weiter voran. Die Medaille, euren ganzen blöden Besitz, ihr Menschen, ihr seid solche Idioten. Und doch hast du es geschafft, meine Pläne zu durchkreuzen, als ich meinen Koffer in der Küche saß. Ich musste sogar meinen eigenen Tod vorschreiben, damit ich meine Zeit habe, meine finsteren Pläne umzusetzen. Schnell Reading hier. Nein, Fluffy! Eine Katze landet immer auf ihren 4 Beinen, ne? Böse Fluffy. Ah, miau, jetzt bist du mein Plan vollendet. Du kannst mich nicht mehr aufhalten. Miau! Böse Fluffy, böse Fluffy, böse Kätzchen. Ich will dich nie wieder in Untergrundbasen und Atombomben bauen sehen. Hast du mich verstanden? Nun ist wohl Zeit, dass die Dunkelfrau seine Maske und seine Shorts an den Haken hängt. Aber wenn diese Stadt jemals wieder Helden braucht, bin ich zur Stelle. Jetzt kann ich mich endlich darum konzentrieren, den Mörder meines Vaters zu finden. Und denk dran, Fluffy. Noch ein Verbrechen und Schnipp, Schnapp, Kastration. Schnurrmiau. Das ist besser. Braves Kätzchen. Dafür habe ich nicht mal eine Belohnung gekriegt? Wie hart. Okay, schauen wir mal an, was die Jungs hier noch zu bieten haben. Big Bobo, wie sieht's aus? Heute ist ein guter Tag. Ich warte immer noch. Worauf? Verdiene etwas Geld. Ich glaube nicht, dass die damit in die jetzige Position passt. Alter, geh mir nicht auf die Nüsse. Dann muss ich halt Geld verdienen. Ich kann das jetzt eigentlich so ein bisschen sausen lassen. Ich muss irgendwie mehr Asche verdienen, damit ich mehr Geld zusammenkriege, um mir die Totenköpfe dazu verdienen. Punkte brauche ich nicht. Ich habe eigentlich gute Starts. Das heißt, wir können erstmal direkt hart durcharbeiten. Ne? Und jetzt am Ende des Tages, wenn ich kaputt bin, kann ich nach Hause gehen. Mit dem Bus. Hallo Fluffy. Mir ein schicke Pizza reindrücken. Und ein bisschen pennen. Und vielleicht sogar gleich meine nächste Karriere hier noch bei Harry ein bisschen ausbauen. So, genau. Da muss ich gleich aufpassen, nicht, dass mir das Ding irgendwann nochmal unter 13 sinkt. So, das muss ausreichen. Schauen wir mal. Harry, wie sieht's aus? Ich habe genug Asche, aber nicht Totenköpfe. Die kommen. Aber ich habe nicht genug Asche hierfür für mehr Totenköpfe. Ich brauche hier mehr Totenköpfe gerade. Okay. Das heißt, ich gehe gerade ein bisschen trainieren. Aber warte mal. Vielleicht vorher noch was essen. Ah. So. Trainieren macht ja Spaß, habe ich gehört. Ja, als Verbrecher ist es ganz schön hart, ne? Man muss sein Syndikat halt echt gezielt aufbauen. Das macht man nicht von heute auf morgen. Ah, ich wollte gerade sagen, meine Laune ist schlecht. Aber ich gewinne doch jetzt Laune dazu. Das macht doch Spaß. Seht ihr? Da, die steigt. Komm, jetzt stell dich nicht so an. Du bist doch, du stehst da doch drauf. Beim Trainieren kriegst du doch Laune, mein Freund. Seht ihr? Hier, der steigt ganz langsam.
Auch wenn nicht sehr schnell. Der Tag ist um. Ja, ich muss mir irgendwie pokern mit den Jungs oder so. Oder noch besser, ich spreche mit meinem Mädchen. Das kostet mich zwar auch Zeit, aber das Geschenke machen ist halt so teuer mit der. Ich will mittlerweile 150 für ein Geschenk. Wisst ihr, wie hart das ist? Ja, guck mal, da steigt das Ganze ganz schnell. So, auf 50% kann ich mich ja mal drücken. Fünf. Komm. Jetzt kann ich mit Aaron. Ich liebe dich. Du willst wieder ein Geschenk haben, Mädchen. Ich sehe das doch. Ach, Liebe, ich bin auch so glücklich. Ach, oh Gott, Gott, wir sind verliebt. Natürlich. Hallo. Auch manchmal mit ihr reden hilft. Man sieht keine Herzchen mehr. Ein bisschen schade. Aber okay. Es ist, wie es ist. Wir sind verliebt. Wir sind glücklich. Es wird trainiert. Ah, sehr schön. Da freut sich doch direkt die Effizienz wieder. Wird die Verliebtheit doch direkt genutzt, um den Wert wieder auf 13 hochzudrücken. So, hier weitermachen. Der Tag ist gleich um. Und ich werde wieder meine Leistung verlieren. Alles nur, weil ich als dunkle Faust die Fluffy retten musste. Vor einem Atomkrieg beginnt. Komische Katze. Ja, ich habe gleich Hunger. Ja. Ist okay. So, wie sieht's aus, Henry? Ich habe Geld. Wir brauchen mehr Totenköpfe, ne? Wir haben Dollar und Totenköpfe. Weil an Geld komme ich ja technisch schneller ran. So, plus 90%. Hier ist gar nicht drauf geachtet. Hätte ich das auch machen können? Hm. Ja, eigentlich hieß es, ich brauche mir um Essen keinen Kopf mehr machen. Aber wenn ich mir das so anschaue, muss ich das doch. Was ein bisschen schade ist, ne? Weil ich ja eigentlich trainiert bin. Ja, meine Freude geht im Keller. Wer hätte das gedacht? Bin zu müde oder? Ja, ich bin zu müde natürlich. Echt Zufall. Ja, dann tun wir mal ein bisschen schlafen. Anstehende Kämpfe. Ja, ich brauche 350 Totenköpfe, natürlich. Die muss ich ja erstmal irgendwie rankarren. Mit dem prozentualen Anteil, den ich verdiene. Der übrigens nicht sehr hoch ist. Traurigerweise. So, ich bin ausgeruht. Jetzt esse ich den Kühlschrank leer. So, zwei raus. Jetzt muss ich wieder in die Stadt gehen. Ich muss irgendwie erstmal trainieren. Sorry, aber meine Motivation ist ja jenseits von Gut und Böse. Und bevor ich gleich unter 12 sinke. 50% glaube ich, bin ich auch wieder etwas glücklicher. Guck, da bin ich jetzt bei 47. Das war gerade ein Bonus, den ich echt noch nutzen möchte, ne? 48. Na, bis zur Hälfte, komm. Stell nichts an, Junge. Kämpfe, beiß, zieh durch. 48. 49. Und ein bisschen Springseil. Ein glücklich sein brauche ich noch. Und habe ich die 50. Jetzt müssten die Bällchen gut aussehen. Genau. Ab 50% ist nämlich alles tutti. Das läuft. So, halb habe ich wieder hinter mir. Jetzt geht's wieder an den Punching Ball. Riesenbällchen, die hier erschienen sind. Das ist bestimmt ein Bug. Der Tag ist vorbei, ich weiß. Aber ich muss halt den Wert hier halten. Eigentlich wollte ich die 13 halten, aber das kriege ich halt mit meinem Einkommen nicht hin. Das ist halt das Dumme. Arbeiten macht keinen Spaß, ne? Ja, ich bin müde, ausruhen, schlafen, ich weiß. Haben wir auch mal alles hier dafür Sorge tragen muss, ne? Ich steh, ach, jetzt werde ich gleich wach, weil ich müde bin. Weil ich hungrig bin. Ja, immer ein bisschen was zu essen. Nehme ich mich doch glatt schlafen nochmal.
Dann schnack ich noch mal ein bisschen mit meiner Liebsten. Weil ich muss ja gleich irgendwie das Geld wieder rankarren. Plauder nicht ein bisschen mit dir, Schätzelein. Ich muss meine Stimmung hochkriegen. Was gibt's Schönes, als seine Stimmung hochzudrücken, als mit seiner eigenen Frau? If you know what I mean. Anstehende Kämpfe, ja, ich habe nicht genug Punkte, ich weiß. Komm, Adrian. Auch ohne den ganzen Kram musst du mich doch lieben. Hier, siehst du meine Oberweite, siehst du mein Bizeps? Mein Gott, wenn der dich nicht verzückt, Schatzi. Dann war ja auch nicht was. Ich liebe dich. Adrian, du bist wunderschön. Ich bin so glücklich, an meinem Witz. Ach, liebling, ich dich auch glücklich. Ja. Ich hoffe, nein, natürlich nicht. So, komm. Ich muss jetzt gleich wieder arbeiten, damit ich... Wie sieht's aus? Harry, was brauche ich? Seht ihr? Mach einen Deal. Hier gibt's Goldbelohnung. Verdiene Geld und Respekt. Okay, wir kämpfen eine Runde. Ich schau mal, was bei rumkommt. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Ah, hier. Geld, Respekt, Punkte. Alles klar. Kämpfen. Mal schauen, ob ich 4 Kämpfe kriege. Hängt ein bisschen davon ab, wie ich auch vorüber kriege. Aber es gibt auch vor allem hier die lustigen Toastbrot. Tiere möchte ich gerne probieren. Oh, der hat gerade wehgetan. Erinnert mich an die Roboterkämpfe von vorhin. Oh, erste Runde, sehr nice. Okay, der 4. Kampf ist jetzt der wirklich wichtige für mich. 15, 13. Okay, schauen wir mal. Oh, eine 133er Kombo ist natürlich nice. Alles klar, das sieht gut aus. Ne, ich nehme den Preis. Wie sieht's aus, Harry? Ha! Guckt euch das an. Das hat richtig Asche gegeben. 75 Totenköpfe für mehr Geld? Ne, ich möchte mehr... Eigentlich möchte ich mehr Einsatz. Aber eigentlich möchte ich auch arbeiten. Ich muss arbeiten, ne? Ne, ich muss nicht arbeiten. Ich muss erstmal essen. Und dann gehe ich ein bisschen arbeiten. Weiß, war jetzt nicht so geil, aber hey, irgendwoher muss das Geld ja kommen. Ne? Weil ich muss anscheinend ein bisschen Kühlschrank nachlegen. Ich fress zu viel. Welch Zufall. Ja, ja. Oh mein Gott, ich bin unter 11. Zu Fuß, ich habe so wenig Asche. Sei gegrüßt, mein Held. Ach, wenn du wüsstest, ich bin Untergrundkämpfer, Junge. Kühlschrank ist voll, okay. So. Mit dem Bus nach Hause und in den Keller. Und trainieren. Adrian liebt mich. Muss Adrian stolz machen. Das war ja eben ganz nett. Respekt und so. Ne? Gut, dass wir das bekommen haben. Was habe ich denn? 46%. Ja, okay. Ich hätte vielleicht gerade mit Adrian schnell nochmal reden sollen. Egal. Wichtig ist, dass ich die Punkte jetzt da oben auf 12 hochgedrückt kriege. Nicht ganz so effizient. Komm, ein Boy, zwei Boy noch, oder? Zwei, ja. Da ist dann und noch einer. Oh, komm, noch ein Lächeln. Gib mir einen Zauber. Genau, das wollte ich sehen. Guck mal hier, jetzt wird alles schön. Was? 50%? Was hast du denn? Junge! Was ist das? Boah, gerade so 12 wieder, ne? Guck mal, jetzt aber. 51%. Energie macht mich, ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ich sollte mich erstmal kurz was futtern und dann nochmal schlafen legen. Deck rein. Schlafen legen. Ist halt auch geil, wozu braucht man ein Bett, wenn man ein Sofa hat? Und mit den Jungs pokern kann, ne? Schon nice. So, gleich gut gelaunt. Ja, natürlich, Ende. Aufstehen, aufstehen, essen. Und dann Harry nochmal anhauen. 2 Steaks. Effizient beim Training, essen. Ach, keine Limo kann ich auch noch hinterher drücken. K
keine Limo. Dann nehme ich halt eine Pizza. So. Harry, wie sieht's aus? Was können wir mit meinem Geld machen? Ich 30% mehr Geld. 800. Ich möchte eigentlich das haben. Totenköpfe. Okay. Wir kaufen uns hier mehr Geld. Totenköpfe können wir uns notfalls immer hier noch mitholen. Das heißt, weiter geht's. Den Status quo halten. Wir sind verliebt. Ich möchte die 12 halten. Bei der nächsten Folge habe ich das ein bisschen übersprungen. Keine Sorge. Ne? Weil das ist ja doch ein bisschen langwierig, meine Freunde. Da muss ich ja keiner antun. Außer ihr wollt mir jetzt fünf Folgen zuschauen, wie ich hier die Stats oben halte und genug Kleingeld zusammenkriege für den Dicken. Und das lohnt ja auch nicht. Ja, ich bin kaputt. Ne, die Anlage ist fertig. Seht ihr? Da kommt der Sound. So, also, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt mir treu, wenn es wieder heißt, der komische Typ da spielt unrasiert Punch Club. Bis zum nächsten Mal. Euer Sly.